trust like that, oh. I stay adamant with the same things, but I still hit her up in my daydreams. When I stop listening to my conscience, get lost in this nonsense again and again. She hangs on way too tight, like it's her dear life now. She'll probably run away. Said fuck my friend's advice, just come through tonight. So, wir sind zurück von unserer Wanderung. Hat echt Spaß gemacht, auch wenn das Wetter jetzt natürlich nicht ideal war heute, aber dafür, dass eigentlich den ganzen Tag Regen vorhergesagt war, hatten wir echt Glück. Und waren deswegen dann statt in Innsbruck heute in dieser Wolfsklamm, haben dann eine Wanderung gemacht. Genau, und übrigens, wir sind in Österreich. Ich glaube, ich habe es in dem Video noch gar nicht richtig gesagt. Aber ja, in Österreich in Kössen, so heißt der Ort hier, ist in der Nähe vom Weichsee. Genau, ist echt schön hier eigentlich. Ist nicht ganz so mitten in Österreich, sondern mehr so an der deutschen Grenze. Mein Laptop macht jetzt gerade noch Updates. Ich wollte jetzt mal kurz einen Film schauen oder so. Hab mir noch was zu essen gemacht. Also nichts Besonderes. Hier ein paar Instant-Nudeln. Jackie ist bestimmt richtig K.O. von dem Tag heute und auch von gestern. Also wir waren gestern auch schon unterwegs. Und der hat immer echt viel zu verarbeiten dann. Das merkt man abends, wenn er dann wirklich auch richtig müde wird. Heute Morgen habe ich ja schon mal einen kurzen Einblick gefilmt. Aber ich wollte euch nochmal unseren Balkon zeigen. Der ist nämlich echt richtig groß. Da hinten gibt es so eine kleine Essecke. Dann legen wir hier immer so Checksachen ab. Da liegt jetzt zum Beispiel gerade so eine Schleppleine. Hier steht ein bisschen Wasser. Da hinten ist dann noch ein Schlafzimmer, wenn man da reinläuft. Hier ist der Küchen- und Wohnbereich. Und hier endet dann der Balkon. Heute gibt es Selfmade Burger. Hier ist schon der Tisch gedeckt. Jetzt braten wir noch die Patties an. Freue ich mich sehr drauf. Für heute ist der Plan, dass wir hoch auf den Berg fahren und dann eine kleine Runde wandern gehen. Wir haben Jackie auch dabei. Und ich bin mal gespannt, wie da so die Aussicht ist und wie das Wetter oben ist, weil ich weiß nicht, ob man es sieht. Momentan ist noch so eine Wolke über dem Berg, aber es wird schon gut werden. Und heute ist eh der schönste Tag der Woche, deswegen wollen wir das ausnutzen und da auf den Berg fahren heute. Wir sind jetzt auf dem Berg angekommen und laufen jetzt hier unsere Runde. Es ist ja nebelig noch hier oben, aber langsam lösen sich die Wolken ein bisschen auf. Und da unten standen immer so Paraglider. Sieht richtig cool aus, wie die in die Wolken fliegen. Wir laufen jetzt noch bis hoch zum Gipfel. Ich musste Jack aber jetzt zurücklassen. Mein Vater wartet mit dem, weil die Wege hier, ich glaube, man sieht sich so ganz, sind relativ schmal und nah am Abhang. Und das war mir mit Jackets zu gefährlich. Wir haben es zum Gipfelkreuz geschafft. Die Aussicht ist leider gerade nicht so existent. Ab und zu sieht man ein bisschen durch die Wolken. Und gerade eben war anscheinend noch die Sonne da, haben uns gerade welche erzählt. Aber ja, wir warten jetzt kurz. Vielleicht sieht man da ja noch was. Es ist mittlerweile 18.30 Uhr schon. Und das Coole ist, von unserem Apartment sieht man hier den Berg, auf dem wir heute waren. Kann ich euch nochmal zeigen, wo wir da genau hochgelaufen sind. Und zwar ist da so eine Hütte. Bis dahin sind wir mit dem Lift gefahren. Und von dort sind wir dann da hoch. Und da hinten, wo gerade die Wolken auch wieder sind, war der Gipfel. Also ich würde es mir schätzen, es waren vielleicht so 2-3 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber ging halt viel berghoch. Und wir waren gerade auch noch am See, also haben wir heute Nachmittag da verbracht. Ich denke, Jack müsste heute sehr gut kaputt sein. Und später auch gut schlafen können. Morgen ist dann ein bisschen entspannter, dann machen wir nur eine kleine Wanderung. Genau. Wir sind heute im Outlet in Salzburg und schauen uns hier ein bisschen um. Weil es vorhin so geregnet hat, dachten wir, machen wir heute wieder was Indoor. Jackie drängelt gerade schon wieder ein bisschen. Ja, ich hoffe, man kann Hunde mit reinnehmen, aber ich glaube, es sieht gut aus. Deutschland, das ist tatsächlich nicht so weit von unserem Hotel, so 5 Kilometer ungefähr. Das Örtchen, wo wir jetzt noch kurz Gassi gehen wollen, heißt Reit im Winkel oder am Winkel.
falls es jemand kennt. Genau, mein Vater meint, es ist so eine schöne Runde, die man laufen kann. Dann ist Jack auf jeden Fall auch wieder gut müde heute Abend und deswegen ja, laufen wir da jetzt noch eine kleine Runde. Ich hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen. Ich nutze die letzten Tage übrigens auch immer eine Wasserflasche für Jack, dass der, wenn er jetzt irgendwie aufgeregt ist, aufgedreht ist in so stressigen Situationen, wie man sie im Urlaub ja relativ oft hat, sich da ein bisschen runterregelt, nicht die ganze Zeit an der Leine zieht. Gerade wo wir jetzt wandern waren, ist mir das halt aufgefallen, dass es sowohl für ihn als auch für uns dann immer sehr anstrengend wird. Und mit der Wasserflasche funktioniert das sehr gut. Also falls ich euch das mal genauer erklären soll, wie wir das machen, kann ich das mal in einem anderen Video machen. Das haben wir mit unserer Hundetrainerin mal erarbeitet und das ist eine Methode, die bei Jack halt sehr gut funktioniert und wo er dann auch wirklich besser an der Leine läuft. Ach ja, und noch zu dem Outlet, das war übrigens echt schön, fand ich. Also auch so vom Aufbau her, wie das da gestaltet war, fand ich es richtig cool. War auf jeden Fall auch schön zu fotografieren. Und es gibt da halt so diese typischen Shops wie Adidas, Nike, Calvin Klein bin ich zum Beispiel fündig geworden. Es gibt auch ein The Body Shop Outlet, was ich sehr cool finde. Und dann halt auch so ein paar nordische Wander- und Sportmarken und so. Ich denke, da wird auf jeden Fall jeder fündig. Genau, aber in Salzburg an sich waren wir dann nicht mehr. Dafür war das Wetter dann zu schlecht und wir haben auch keinen Parkplatz in Salzburg gefunden. Aber war trotzdem ganz schön. Auf jeden Fall voll schön hier das Örtchen. Ich glaube, wenn man hier wohnt, ist es richtig schön zum Gassi gehen. Man hat halt so viel Natur direkt vor der Haustür. Aber ich frage mich bei sowas auch immer, ob man sich dann irgendwann dran satt gesehen hat. Weil dann ist da irgendwie nichts Besonderes mehr. Aber ja. Finde ich trotzdem total cool. Als kleines Abschlussessen noch Pizza bestellt. Das hier ist meine Pizza. Hab's veganisieren lassen. Sehr cool. Genau, lassen wir uns schmecken. I just wanna touch space on the feeling we need.